Dieses Lied heißt Dostalove, übersetzt, damit es dir immer gut geht, damit du immer genug Geld in der Tasche hast. Heute saß Mama mi Dostalove. Heute Kananas, die Schukaroni Paschale. Heute Chalemle, Pilemle, Mamohe. Heute Lesche Anzake Tondem. Sam de la Kibari Holi. Ja, de temera. Ja, de minek mange kadai kure. De kananai lashi romi pashale. Yade chole, biole, mamohe. Leshe anzake tonole. Besante laki barichoi. Mamo temera. Haide de made vlaci bachciori. Te shai che ravine voia abahe. Haide pio tu saprali temera. Dankeschön. Herzlich willkommen zu dieser Matinee, die unter dem vielsagenden Titel Vielfalt und Verantwortung steht. Musikalische Klänge der Gruppe Amensa Ketane haben diese Feierstunde eröffnet. Vielen Dank, Amensa Ketane, gemeinsam mit uns zusammen, unter der musikalischen Leitung von Heuda Willibald Stoiker und am Mikrofon Christian Hinterhauser. Mein Name ist Sandra Sabo und ich freue mich, Sie alle herzlich begrüßen zu dürfen und Sie als Moderatorin durch diesen Vormittag zu begleiten. Österreich ist nicht unser Gastland, sondern unser Vater- und Mutterland zugleich. Wir sind stolz, Österreicher und auch Roma und Sinti zu sein. So hieß es vor mehr als einem Vierteljahrhundert in einer Stellungnahme, die Rudolf Schakössy und Emmerich Gärtner Horváth für das Parlament vorbereitet hatten. Emmerich Gärtner Horváth werden wir heute als Vorsitzenden des Volksgruppenbeirates der Roma zu einer Ansprache begrüßen. Und auch der Name Rudolf Schakössy ist Ihnen sicher allen ein Begriff. Er hat sich ja einst intensiv mit Mitstreitern für diese Volksgruppenanerkennung eingesetzt. Ja, heute am 16. Dezember, vor genau 25 Jahren, wurde die Volksgruppe der Roma im Hauptausschuss des Nationalrats als sechste österreichische Volksgruppe anerkannt. Mit einem Beschluss, ein paar Tage später, am 23. Dezember, wurde dieser dann rechtskräftig. Für die Begrüßungsworte
darf ich nun die Präsidentin des Bundesrates, Frau Inge Posch-Kruska, an das Podium bitten. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte zum Beginn meiner Begrüßung alle Anwesenden der Volksgruppe der Roma recht herzlich begrüßen. Tel Domenica, herzlich willkommen. Besonders herzlich möchte ich unseren Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka begrüßen. Herzlich willkommen und danke für diese tolle Veranstaltung. Weiters heiße ich alle anwesenden ehemaligen Mitglieder der Bundesregierung, Ministerin Lore Hostasch und Minister Harald Ofner, herzlich willkommen bei uns. Ganz besonders freut es mich, dass der zweite Landtagspräsident des Burgenlandes, Ingenieur Rudolf Strommer, bei uns ist. Rudi, herzlich willkommen. Sowie der ehemalige Präsident des Bundesrates, Herwig Hösele, und die Volksanwältin außer Dienst, Theresia Streuschitz. Ich freue mich aber auch sehr über die Anwesenheit der Vertreter der in Österreich anerkannten Kirchen- und Religionsgemeinschaften und begrüße sehr herzlich Ümit Vural, den Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft, und Claudia Brutscher, Vizepräsidenten der Israelitischen Kultusgemeinde. Herzlich willkommen. Namentlich begrüßen möchte ich noch die Mitwirkenden der heutigen Veranstaltung: Christian Gippel, Obmann des Kulturvereins der österreichischen Roma, Emmerich Gärtner Horvath, Vorsitzender des Volksgruppenbeirates der Roma, und Magister Dr. Gerhard Baumgartner, den wissenschaftlichen Leiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes. Herzlich willkommen. Ebenso herzlich möchte ich Frau Doktorin Barbara Glück begrüßen bei uns, die heute mit Manuela Horvath und mit Stefan Horvath ins Gespräch eintreten wird. Auch herzlich willkommen. Die vom Bundesrat anwesenden Mitglieder darf ich auch recht herzlich willkommen, allen voran unseren Fraktionsvorsitzenden von der SPÖ, Reinhard Doth, und Bundesrätin Elisabeth Grimmel. Herzlich willkommen. Ebenso begrüße ich alle Botschafterinnen und Botschafter, die bei der Veranstaltung sind, und freue mich sehr über Ihr Interesse. Außerdem begrüße ich noch einmal recht herzlich Amenza Katane unter der Leitung von Joeda Willibald Stolker, die die heutige Veranstaltung musikalisch umrahmen und schon einen sehr schönen Beginn gemacht haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Geschichte der Roma- und Sinti-Volksgruppe, die ist nur sehr wenigen Nicht-Romern präsent. Dabei prägt diese Geschichte bereits seit mehreren Jahrhunderten die Kultur vom europäischen Raum, aber auch von Österreich. Vielleicht wollen wir uns deshalb nicht so genau mit dieser Geschichte befassen, weil sie uns eine unserer schlimmsten Seiten vor Augen führt. Durch Hass und Ausgrenzung werden Roma und Sinti bereits seit Jahrhunderten, aber auch bis heute noch, diskriminiert und verfolgt. Im Nationalsozialismus gipfeln sich Hass und Gräuel gegen Kinder, Frauen und Männer, die die Behörden nach eigenem Ermessen als Zigeuner abstempeln. Nur 10% der österreichischen Roma und Sinti überlebten die Massenmorde und die katastrophalen Zustände in den Konzentrationslagern. Restitutionen in ihren Gemeinden von Gründen und Häusern wurden bei der Rückkehr der Roma nicht getätigt. Da wurde schon vorher darauf geschaut, dass ihre Namen schon gar nicht in Grundbücher aufschienen. Die Heimkehrenden wurden mit notdürftigen Hütten ohne Wasser und Strom am Rande der Ortschaften untergebracht. Viele der Eltern, Roma und Sinti, waren Analphabetinnen, da sie im Nationalsozialismus von der Schulbildung ausgeschlossen wurden. Aber auch in der Nachkriegszeit
fehlten entsprechende Bildungsangebote. Bis in die 80er Jahre war es ausgrenzende Praxis, die Kinder der Roma-Volksgruppe in die Sonderschulen abzuschieben. Das Oberwarter Arbeitsamt veröffentlichte ganz offiziell rassistische Stellenausschreibungen mit dem Vermerk: Bitte keine Zigeuner. Dies geschah noch kurz vor der Anerkennung der Volksgruppe. In Oberwart wurde eine mehr als fragwürdige Umsiedlung vorgenommen, die die Gründe der Roma hinter das Ortsschild verschob. 1993 erreichten die österreichischen Roma und Sinti schließlich ihre Anerkennung als Volksgruppe. Die Kultur dieser größten ethnischen Minderheit Europas ist aber trotzdem nicht mehr Nicht-Roman bekannt geworden. Dass Rassismus und Ausgrenzung gegen die Roma bestehen blieb, zeigte auch der Anschlag von Oberwart im Februar 1995. 4 Roma-Männer wurden bei dem Versuch, ein Schild mit der Aufschrift Roma zurück nach Indien, dieses wollten sie entfernen, durch einen Sprengsatz brutal ermordet. Das ist jetzt 23 Jahre her. 2006 begingen Rechtsradikale in Ungarn eine Serie brutaler Angriffe. Es starben dabei 6 Roma und 55 wurden schwer verletzt. Heute am 16. Dezember 2018 feiern wir aber 25 Jahre Anerkennung der Roma und Sinti als Volksgruppe. Heute lebt ein großer Teil der 12 Millionen Roma in Europa, aber noch immer am Rande der Ortschaften und noch immer in Armut. Etwa 35 davon leben in Österreich. Wir schreiben das Kalenderjahr 50 im Jahr 2018 und es gab im heurigen Jahr 50 rechtsextreme, rassistische und feindliche Taten in Österreich. Das heißt, in jeder Woche eine. Ausgrenzung hat viele Gesichter. Eines davon ist unser eigenes. Es liegt auch in unserer Verantwortung, als Mitglieder einer Gesellschaft hinzusehen und zu handeln. Wenn Menschen Unrecht geschieht, dürfen wir nicht leise sein. Lasst uns unsere kulturelle Vielfalt, die wir in Österreich haben, als das sehen, was sie ist, als Bereicherung, und lassen wir auf diese unsere ganze Aufmerksamkeit auch gelten und lassen wir uns auch aufeinander sehr gut achten. Danke sehr. Entschuldigung, ich habe einen Nationalrat übersehen, was mir sehr leid tut jetzt. Herzlich willkommen auch Nationalrat Nikolaus Belakovic. Danke, Frau Bundesratspräsidentin, für Ihre Worte. Ja, heuer im Gedenkjahr 2018, 80 Jahre nach dem sogenannten Anschluss, steht Erinnerung wohl unter einem besonderen Vorzeichen. Und es soll ein zweites Datum erwähnt sein. Vor 70 Jahren, am 10. Dezember 1948, bekannte sich die UN-Generalversammlung der Vereinten Nationen mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu den unveräußerlichen Rechten aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen. Ich darf nun für den Festvortrag den Historiker Gerhard Baumgartner begrüßen. Seine zahlreichen Forschungs-, Unterrichts- und Lehrtätigkeiten führen und führten ihn unter anderem an Universitäten nach Österreich, nach Budapest, nach Tel Aviv. Er war Projektleiter der Österreichischen Historikerkommission. Baumgartner leitet als wissenschaftlicher Leiter das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Bitte um Ihren Festvortrag. Sehr geehrter Herr Nationalratspräsident, sehr geehrte Frau Präsidentin des Bundesrates, werte
Mitglieder und Abgeordnete von verschiedenen Abgeordnetenhäusern, meine Damen und Herren Festgäste. Der 25. Jahrestag der Anerkennung der Roma als sechste österreichische Volksgruppe gibt gleichzeitig auch Anlass zum Gedenken an den 70. Jahrestag der Anerkennung der Deklaration der Menschenrechte am 10. Dezember 1948 und in weiterer Folge an den 60. Jahrestag des österreichischen Beitritts zur Europäischen Menschenrechtskonvention 1958. Die Geschichte der Roma als sechste Minderheit ist nicht nur ein Kapitel in der Geschichte der Durchsetzung der Rechte der österreichischen Minderheiten, sondern gleichzeitig auch ein Paradebeispiel für die Durchsetzung und Ausgestaltung dieser Menschenrechte in der Verfassung und im Rechtssystem unserer Republik Österreich. Mit einstimmigem Beschluss des Nationalrates vom 16. Dezember 1993 wurden die österreichischen Roma als Volksgruppe anerkannt. Der Beschluss erlangte mit der 895. Verordnung der Bundesregierung im Bundesgesetzblatt 323/1993 am 23. Dezember Rechtskraft. Hinter dieser eher bürokratisch und juristisch formal anmutenden Formulierung verbirgt sich aber ein Meilenstein in der österreichischen Geschichte und Rechtsgeschichte. Sie markiert erstens das Ende einer mehrhundertjährigen Verfolgungsgeschichte der Roma und Sinti in Österreich. Zweitens markiert sie einen Höhepunkt österreichischer Minderheitenpolitik und sie markiert drittens den Beginn einer europäischen Erfolgsgeschichte österreichischer Roma-Politik. Dem einstimmigen Beschluss des österreichischen Nationalrates am 16. Dezember 1993 war ein langes und zähes Ringen vorausgegangen, denn schon seit den 70er Jahren hatten Vertreter österreichischer Volksgruppen, internationale Roma-Aktivisten und auch österreichische Politiker immer wieder die Anerkennung der österreichischen Roma als österreichische Volksgruppe im Sinn des Volksgruppengesetzes 1976 gefordert. Doch österreichische Verfassungsexperten hielten dem entgegen, dass es den Roma und Sinti, wie eben im Volksgruppengesetz gefordert, an einer dauerhaften Bindung an ein Territorium der Republik Österreich mangle und dass zweitens keinerlei Selbstorganisation der Minderheit erkennbar sei, mit denen die Organe der Republik Verhandlungen aufnehmen könnten. Mit der Publikation der sogenannten Siedlungsurkunde der burgenländischen Roma aus dem Jahre 1674 wurde dieser Nachweis von der heimischen Forschung alsbald erbracht. Und mit der Gründung des Vereins Roma am 15. Juli 1989 im burgenländischen Oberwart wurde der erste Vertretungsverein der Volksgruppe etabliert. Die Bemühungen der Vereinsaktivisten unter der Leitung des ersten Präsidenten Ludwig Papey wurden von zahlreichen Minderheitenaktivisten aus ganz Österreich und auch österreichischen Parlamentariern unterstützt und führten schon 4 Jahre später zur offiziellen Anerkennung als Volksgruppe. Dazu wesentlich beigetragen haben die Forscherinnen und Forscher Erika Turner, Moses Heinsching, Ursula Hemetek, Artikel von Journalisten wie Miriam Wiegele, Anträge der Grünen im Nationalrat und Bücher von Künstlerinnen wie Chaya Stoika. Vor allem aber die systematische Betreibung des Anerkennungsvorganges durch den späteren ersten Vorsitzenden des Volksgruppenbeirates, unseres leider viel zu früh verstorbenen Professor Rudolf Scharkösi. Er war der rechte Mann am rechten Ort zur rechten Zeit. Mit ihm gelang es den österreichischen Roma, wie er es selbst formulierte, den Schritt vom Rand der österreichischen Gesellschaft in ihre Mitte zu machen. Vom Rand in die Mitte war denn auch der Titel seines letzten Buches. Diese Anerkennung markiert tatsächlich das Ende einer jahrhundertelangen Verfolgungsgeschichte, auch durch die Republik Österreich. In der Zwischenkriegszeit lebten rund 12.000 österreichische Roma und Sinti auf dem Gebiet des heutigen Österreich. Die Mehrzahl davon, rund 9.000 im Burgenland. Sie sprachen einen stark vom Ungarischen beeinflussten Dialekt der Volksgruppensprache Romanes und waren sesshafte Landarbeiter. Klassisches Landproletariat ohne jeglichen Grundbesitz.
Von den Bauern und Großgrundbesitzern oft nur in Naturalien entlohnt, lebten sie in rund 140 größeren und kleineren Siedlungen am Rande der Dörfer und versuchten sich im Winter ihren Lebensunterhalt durch Musizieren oder Störhandwerk etwas aufzubessern, wie zum Beispiel Besenbinden, Messerschleifen, Korbflechten etc. In Wien und den westlichen Bundesländern lebten vor allem Sinti, rund 3000, Abkömmlinge von aus Deutschland im 18. Jahrhundert zurückgewanderten Familien von Schmieden, Schaustellern, vor allem Kinobetreibern und Marktfahrern, die im Winter an ihrem Wohnsitz fix lebten und im Sommer die Jahrmärkte und Kirchweihfeste bereisten. Beide Gruppen wurden von der Weltwirtschaftskrise massiv betroffen. Die Marktfahrer und Schausteller wurden als ungeliebte Konkurrenten schnell von städtischen Märkten ausgeschlossen und die burgenländischen Landarbeiter von den aus den Industriezentren in ihre Heimatdörfer zurückflutenden Massen an Arbeitslosen vom lokalen Arbeitsmarkt verdrängt. Ohne Arbeit und ohne Land, um sich wenigstens nur ein paar Kartoffeln anbauen zu können, waren die burgenländischen Roma Anfang der 1930er Jahre am Verhungern. Die Kindersterblichkeit in ihren Siedlungen lag bei über 50%. Das Fehlen einer effektiven Sozialgesetzgebung, im Wesentlichen war jede Gemeinde für ihre Armen auch finanziell verantwortlich, führte schnell zur Explosion der Konflikte. Bereits 1933 wurde im südburgenländischen Oberwart daher eine Konferenz abgehalten, auf der die Vertreter demokratischer Parteien radikale Maßnahmen gegen die Roma vorschlugen, wie etwa die Einweisung in Reservate oder Arbeitshäuser, denn, wie es ein anwesender Politiker formulierte, man könne ja sie nicht einfach umbringen. Das Elend der Dörfer wurde durch Fotografen der Polizei eingehend dokumentiert. Seit der Gründung der Interpol im Jahre 1923, übrigens durch den österreichischen Polizeipräsidenten und Außenminister Johann Schober hier in Wien, wurden Roma kategorisch erfasst, fotografiert und ihnen die Fingerabdrücke abgenommen. Zusammenfassend lässt sich sagen, wer das Pech hatte, in der Zwischenkriegszeit von der Polizei als sogenannter Zigeuner erfasst zu werden, wurde nach 1938 von den Nazis deportiert und ermordet. Dem Rassenwahn und der Verfolgungspolitik der Nationalsozialisten fiel 80% der österreichischen Roma-Bevölkerung zum Opfer. Zuerst als Zwangsarbeiter an zahlreichen Straßen, Brücken und Wasserkraftprojekten ausgebeutet, wurden sie ab 1941 schließlich deportiert. Da die Gemeinden nicht für die Versorgung der Kinder und Alten dieser Zwangsarbeiter aufkommen wollten, wurden 5000 von ihnen in das Zigeuner-Litzmann-Stadt im heutigen Lodz deportiert und 1942 im Lager Chelmno ermordet. Die meisten Roma und Sinti allerdings starben 1943/44 im Zigeunerlager des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau. Den wenig völlig traumatisierten Überlebenden schlug auch nach 1945 eine Welle der Ablehnung entgegen. Ihre Häuser waren fast ausnahmslos zerstört, ihre Ansprüche auf Haftentschädigung und Opferfürsorge wurden über Jahrzehnte nicht anerkannt. Erst ab Ende der 1970er Jahre und nachdem sich ein Anwalt ihrer Sache angenommen hatte, konnten sie Anschluss auch an den österreichischen Lebensstandard der Nachkriegszeit finden. Doch vom Schulsystem und damit auch vom Arbeitsmarkt blieben sie dennoch weitgehend ausgeschlossen. Ihre Kinder wurden einfach in die sogenannte Sonderschule abgeschoben, auch wenn Seelsorgeeinrichtungen des Vatikans immer wieder dagegen protestierten. Der Titel von Jaya Stoikas erstem 1988 erschienenen Buch fasst die Lage der Roma und Sinti treffend zusammen. Wir leben im Verborgenen. Umso überraschender ihre schnelle Anerkennung ein paar Jahre später. Diese Anerkennung war auch ein Meilenstein österreichischer Minderheitenpolitik. Österreich hatte sich im Zusammenhang der friedlichen und vorbildlichen Lösung der Südtirol-Frage einen hervorragenden Ruf erworben. In internationalen Organisationen galten österreichische Diplomaten als die Experten in Minderheitenfragen. Ab den 1970er Jahren versuchte nun auch eine neue Generation von Vertretern der österreichischen Minderheitenorganisationen nicht mehr die Durchsetzung ihrer Rechte durch Integration in politische Parteien zu erreichen, sondern vielmehr
sie juristisch auf der Basis der bestehenden Menschenrechtskonventionen durchzusetzen. Diese Strategie führte in den 1980er Jahren schnell zu ersten Erfolgen, wie der Durchsetzung der kroatischen Amtssprache in 6 von 7 burgenländischen Bezirken, die Etablierung von Sendungen in den Sprachen der anerkannten Minderheiten im ORF, im Burgenland, in Kärnten und in Wien und die Verankerung von Sprachenrechten in Schulgesetzen. Die anschließende Anerkennung der Roma als Volksgruppe war ein Höhepunkt dieser innerösterreichischen Entwicklung, in nicht unbedeutendem Ausmaße auch unterstützt von der Südtiroler Landesregierung, die sich nicht länger von italienischer Seite die missliche Lage der Minderheiten in Österreich vorhalten lassen wollte. Die Zeit war offensichtlich reif für die Anerkennung. Zweifellos dürfte bei der schnellen und friktionsfreien Anerkennung im Dezember 1993 auch der Umstand eine Rolle gespielt haben, dass Österreich von seinem unmittelbar bevorstehenden EU-Beitritt und nach der sogenannten Waldheim-Affäre bemüht war, sein international angeschlagenes Image wieder aufzubürsten. Und der Formalakt einer Anerkennung einer kleinen Gruppe von einigen tausend österreichischen Roma und Sinti schien dafür ein probates Mittel. Doch wie so oft sollte ein kleiner Schritt langfristig ungeahnte Wirkungen entfalten. Die direkte Auswirkung der Volksgruppenanerkennung war allerdings völlig unvorhergesehen, ja unvorhersehbar und katastrophal. Am 5. Februar 1995 tötete eine Bombe des steirischen Rassisten Franz Fuchs 4 Angehörige der Volksgruppe: Erwin Horvath, Karl Horvath, Peter Scharkösi und Josef Simon. Ihrer sei heute hier gedacht. Denn das Attentat von Oberwart war das erste politische Mordattentat von einem Österreicher an Österreichern in der österreichischen Nachkriegsgeschichte. Der Bombenanschlag von Oberwart und die Briefbombenserie von Franz Fuchs markierten das Ende der konsensualen und friedfertigen Minderheitenpolitik der Nachkriegsjahrzehnte und den Beginn einer neuen Welle rassistischer und rechtsextremer Hetze und Gewalt in Österreich. Für die Roma aber markierte es auch eine völlig neue Erfahrung, denn erstmals in der Geschichte der österreichischen Roma solidarisierten sich die Organe und weite Teile der Bevölkerung Österreichs mit den Roma. Am Begräbnis der Opfer unter Anwesenheit des Bundespräsidenten, der Bundes- und der Landesregierung nahmen über 10.000 Menschen teil. Es war eigentlich eine Art Staatsbegräbnis. Die Volksgruppenanerkennung und das Attentat von Oberwart markieren also einen Neubeginn in den Beziehungen der österreichischen Roma mit der Republik Österreich und mit zahlreichen ihrer Bewohner. Politische Vertreter machten es sich damals zum Anliegen, sich bei allen öffentlichen Anlässen mit Minderheitenvertretern zu zeigen. Plötzlich saßen Vertreter der Minderheit wie Rudolf Scharkösi oder der Maler Karl Stoiker in der ersten Reihe der Salzburger Festspiele oder waren Gäste auf dem Sommerfest des Bundeskanzlers und in Konfliktfällen Ansprechpartner und Verhandlungspartner von Ministern und Polizeipräsidenten. Die Vertreter der Volksgruppe hatten sich von der Bundesregierung vor allem Unterstützung in Schulfragen gewünscht, verwirklicht in Form der außerschulischen Lernbetreuung. 1955, zum Zeitpunkt des Attentates, hatte fast kein Bewohner der Roma-Siedlung Oberwart eine abgeschlossene Schul- oder Berufsausbildung. Mit Hilfe dieser außerschulischen Lernbetreuung gelang es, die schulischen und beruflichen Karrieren von Roma-Kindern im Burgenland völlig dem burgenländischen Standard anzugleichen. Heute gibt es statistisch unter ihnen genauso viele Maturanten und Studenten wie in der übrigen österreichischen Bevölkerung. Und einige von ihnen sitzen heute unter uns. Ermöglicht wurde dies auch durch den Roma-Fonds, der die Aus- und Weiterbildung von Angehörigen der Volksgruppen fördert. Als im Zuge der österreichischen Historikerkommission zwischen 1999 und 2003 die fehlende Wiedergutmachung und Entschädigung von Opfern nationalsozialistischer Verfolgung erstmals ausdrücklich erforscht und dokumentiert wurde, wurden in der Folge erstmals auch maßgebliche Entschädigungszahlungen aus den damals eingerichteten Fonds an die überlebenden Opfer und ihre Nachfahren ausgezahlt.
In der Folge der Historikerkommission wurde mit der Erforschung und namentlichen Erfassung der Verfolgungsopfer begonnen, 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Für die jüdischen Verfolgungsopfer weitgehend abgeschlossen, konnten bis 2007 so rund 7000 Holocaust-Opfer unter den österreichischen Roma und Sinti dokumentiert werden. Rund 4000 ihrer Opfer sind derzeit noch immer namentlich unbekannt, nämlich die Opfer des Transportes 1941 nach Litzmannstadt, von denen leider keine Deportations- oder Lagerlisten bis heute gefunden wurden. Sie sollen nun ab Jänner 2019 durch ein von der Bundesregierung gefördertes Projekt nachrecherchiert werden. Grundlage für die schulische Arbeit war auch die wissenschaftliche Dokumentation der österreichischen Roma-Sprachen, angesiedelt an der Universität Graz, die die Forschergruppe rund um Professor Dieter Hallwachs zu einem der drei Zentren europäischer Roma-Forschung, Roma-Linguistik und Literaturforschung gemacht hat, neben Paris und Manchester. Auf ihren Vorarbeiten beruhen die Grundlagen für die zahlreichen österreichischen Publikationen in der Muttersprache der Volksgruppe in Romanes, einer ursprünglich aus Indien stammenden, eben typisch indoeuropäischen Sprache. Viele dieser Entwicklungen wurden und werden durch die Volksgruppenförderung des Bundeskanzleramtes unterstützt, in Abstimmung mit den Volksgruppenbeiräten. Im Gegensatz zu Einrichtungen anderer Länder aber haben diese Beiräte jedoch kaum Befugnisse und ihre einzige Kompetenz beschränkt sich auf die Verteilung stetig schrumpfender Volksgruppenförderung auf die Vereine der Volksgruppe. Die Volksgruppenförderung wurde seit über 10 Jahren nicht mehr angeglichen und wird leider so von der Inflation quasi aufgefressen. Die österreichische Roma- und Minderheitenpolitik hat viele Erfolge zu verbuchen. Die Volksgruppenförderung gehört leider nicht dazu. Ein unwesentlicher Erfolg, unübersehbarer Erfolg der österreichischen Roma-Politik ist allerdings die Integrationsleistung, die in Österreich gelungen ist. Seit vielen Jahren leben tausende Angehörige ausländischer Roma-Familien in Österreich. Wir wissen nicht genau, wie viele es sind, denn in Österreich beruht ja das Bekenntnis auf dem rein persönlichen Bekenntnisprinzip. Sie sind aber völlig unauffällige Mitbürger in unserer Mitte. Es ist erstaunlich, dass genau Mitglieder jener Bevölkerungsgruppen, die heute in den osteuropäischen Nachbarländern als unintegrierbar gelten, in Österreich sich völlig problemlos in unsere Gesellschaft integriert haben. Das hat vor allem damit zu tun, dass die heutige Lage der Roma in Osteuropa nicht eine althergebracht ist, sondern eine gewachsene, gemachte. Die Roma Ost- und Mitteleuropas sind die Verlierer der Ostöffnung. Eine internationale Studie, eine Vergleichsstudie, durchgeführt in den Ländern Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien, hat Folgendes ergeben. Es wurden mehrere tausende Menschen, die sich selbst als Roma oder Romnia bekannten, gefragt, wer denn die Roma in ihrer Umgebung seien. Und genauso wurden sogenannte Sozialexperten, also Lehrer, Sozialarbeiter, Bürgermeister etc. befragt, wer denn die Zigeuner in ihrer Umgebung seien, die sogenannten Zigeuner. Und interessanterweise ist die Deckung dieser beiden Mengen nur 50%, fast in allen Ländern. Das heißt, die Hälfte jener Menschen, die sich selbst als Roma bekennen, werden als solche nicht wahrgenommen, einfach weil sie nicht arm genug sind. Und die Hälfte jener Menschen, die von den sogenannten Sozialexperten als Roma eingestuft werden, sind keine. Sie sind einfach nur sehr arm. Was wir hier sehen, ist ein fortschreitender Prozess der Ethnisierung europäischer Roma-Politik, eine Ethnisierung der Armut. Und vor diesem Hintergrund erklärt sich vielleicht auch der Zulauf zu radikal rassistischen Gruppierungen in Osteuropa. Denn wie beweise ich am besten, wenn ich schon vom sozialen Abstieg bedroht bin und nun mir auch noch
Die Identifizierung mit einer völlig diskriminierten Gruppe, nämlich der Roma, droht. Wie beweise ich denn am besten, dass ich kein sogenannter Zigeuner bin, indem ich mich der radikalsten jener Gruppierungen anschließe, die gegen diese Gruppe auftritt? Ich glaube, die Einsicht dieser Studie ist erschütternd. Damit uns hier in Österreich das nicht droht und damit durch unqualifizierte völkische Rülpser über die Verwendung nichtdeutscher Muttersprache im Unterricht zum Beispiel nicht das Erreichte wieder gefährdet wird. Dafür müssen wir uns hier und heute einsetzen. Durch eine Fortsetzung, ja durch eine Intensivierung der Roma-Politik auf Augenhöhe, durch gegenseitigen Respekt und durch gegenseitige Anerkennung. Das wünsche ich an diesem Jahrestag allen Volksgruppenangehörigen der Roma und Sinti und das wünsche ich uns, der Republik Österreich. Herzlichen Dank. Danke, Herr Baumgartner. Ja, an einem Tag wie heute, Dankeschön. An einem Tag wie heute, einem Tag des Gedenkens, an einem Tag der feierlichen Erinnerung, ist es natürlich auch wichtig, Themen der Gegenwart anzusehen und in Themen der Zukunft, sofern möglich, zu blicken. Und dazu darf ich nun gleich Barbara Glück begrüßen zum Gespräch mit Stefan Horvath und Manuela Horvath. Barbara Glück leitet die KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Stefan Horvath und Manuela Horvath vertreten zwei Generationen, die bzw. deren Familiengeschichten aber sehr viel gemeinsam haben. Beide leben im burgenländischen Oberwart. Stefan Horvath ist schriftstellerisch tätig. Manuela Horvath leitet die Roma-Pastoral der Diözese Eisenstadt und sie ist politisch engagiert. Sie ist in der ÖVP und ist Gemeinderätin. Wir sind nun schon gespannt auf das Gespräch. Schön. Danke. Das ist eine schöne Begleitung. Ich könnte die immer haben. Du darfst gerne in der Mitte stehen, gell? Ja. Ich weiß. Ich freue mich, dass wir heute hier stehen dürfen. Es ist mir eine besondere Ehre, zwei Menschen vorzustellen in einem Gespräch. Wir dürfen heute ein bisschen den persönlichen Aspekt einbringen, ein bisschen auch das zu hinterleuchten, zu beleuchten, was Gerhard Baumgartner uns vorher auch geschildert hat. Wir zeigen in unserer Ausstellung in der KZ-Gedenkstätte Mauthausen genau diese eine Tafel, Roma zurück nach Indien. Warum zeigen wir diese Tafel in einer Ausstellung, wo es eigentlich nur über die Geschichte des Konzentrationslagers Mauthausen gehen soll? Nun, wir haben 2001 haben wir ein sehr umfassendes Interviewprojekt gemacht, wo wir auch Michael Horvath interviewt haben. Und Michael Horvath erzählt seine Lebensgeschichte, erzählt seinen Weg über viele Konzentrationslager nach Mauthausen, wie er befreit worden ist, wie er zurückgekommen ist nach Oberwart und sich alles komplett neu aufbauen musste. Und mitten in diesem Interview fängt er plötzlich an, von 95 zu erzählen, von dem Attentat. Und dann sagt er, und zwei davon waren meine Enkelkinder. Und dann ist uns mitten in der Erarbeitung der Ausstellung eigentlich so wirklich auf die grausame Art und Weise bewusst geworden, dass sich die Geschichte nicht nur wiederholt, sondern dass die Geschichte einfach nicht aufgehört hat, in diesem einen Zusammenhang. Und warum erzähle ich Ihnen die Geschichte? Weil der Michael Horvath ist der Großvater von der Manuela und er war gemeinsam in Mauthausen mit dem Stefan Horvath, mit dem Vater vom Stefan. Ich habe die beiden das erste Mal gefragt, ob sie miteinander verwandt sind und zuerst haben beide gesagt nein und heute habe ich sie beide noch einmal gefragt und dann was hast du gesagt, Manuela? Nein, der Stefan hat das auf Umwegen, auf welchen Umwegen wir doch eigentlich verwandt sind. Du hast gesagt, vor 100 Jahren wart ihr mal verwandt. Ja. Also ihr Großvater, der Vater ihres Großvaters und der Großvater, also der Vater meines Großvaters, den ich nicht gekannt habe, waren Brüder. Also das ist schon...
sehr, sehr weit verwandt. 30-jährigen Krieg gewesen, um 1600 herum. Nein, aber so weitschichtig nicht. Und, Ich möchte gar nicht so sehr über diese Zeit reden, Stefan. Ich möchte dich als Ersten fragen, wie hat die Geschichte auch deines Vaters und deiner Familie euch in weiterer Folge beschäftigt oder gar nicht beschäftigt? Du bist Jahrgang 1949, wenn ich das sagen darf. Ja. Du bist danach auf die Welt gekommen. Hat dich die Geschichte deines Vaters in irgendeiner Art und Weise beschäftigt? Habt ihr darüber geredet zu Hause? Nein. Ich bin ja in Oberwart in dieser berühmten Roma-Siedlung aufgewachsen und mit ungefähr 40 Erwachsenen, die allesamt in Konzentrationslager gewesen sind, aber es war ein Tabuthema. Meinem Vater hätte man die Zunge aus dem Mund schneiden können und er hätte kein Wort geredet, aber genauso wenig wie meine Mutter. Für uns Kinder war das Thema Krieg oder Konzentrationslager absolut kein Thema. Wenn darüber geredet worden ist, nur von den Erwachsenen untereinander, aber wenn ein Kind dazugekommen ist, war es aus. Manuela, wie war das bei dir zu Hause, bei deiner Familie? Bei mir zu Hause war das ganz anders als wie beim Stefan. Ich bin schon sehr früh mit der Vergangenheit meines Großvaters konfrontiert worden, beziehungsweise zu dieser Vergangenheit sensibilisiert worden. Mein Großvater hat ja 6 Jahre Konzentrationslager überlebt. Er war in Dachau, im Buchenwald und bei der Befreiung dann in Mauthausen. Und mein Großvater hat eigentlich fast täglich über seine Erlebnisse im Konzentrationslager gesprochen. Und er hat aber nicht nur bei uns in der Familie darüber gesprochen, sondern er hat auch sehr oft mit fremden Personen darüber gesprochen, in Interviews zum Beispiel. Und er hat sich auch schon sehr früh für seine Rechte eingesetzt. Er war zum Beispiel nach der Befreiung, also einige Jahre danach, war er beim damaligen Bundeskanzler Figl hier in Wien, weil er mit dem damaligen Bundeskanzler im Konzentrationslager in Dachau war. Und da hat er den Bundeskanzler eben gebeten, ihm bei der Abwicklung dieser Opferrente behilflich zu sein. Ja. Und mein Papa zum Beispiel ist 1950 geboren. Und bereits 1958 war er zum ersten Mal mit meinem Papa in Mauthausen, in der KZ-Gedenkstätte. Und ihm war das auch sehr wichtig, diese ganze Gedenk- und Erinnerungsarbeit. Wir sind auch jedes Jahr nach Lackenbach zur Gedenkfeier gefahren, zum Zigeuneranhaltelager, also zum ehemaligen Zigeuneranhaltelager. Wir waren aber genauso in Mauthausen, als dort 1998 der Gedenkstein, also dieses Mahnmal für die Roma und Sinti enthüllt wurde. Da waren wir zum Beispiel auch, damals war ich 13 Jahre alt. Als ich dann 16 Jahre alt war, haben wir eine Studienreise gemacht. Das hat der damalige Roma-Verein in Oberwart organisiert. Da ist auch der Opa mitgefahren und der hat uns dann eben in Mauthausen selbst noch gezeigt, wo die Baracke gestanden ist, in der er untergebracht war. Das sind halt einfach prägende und einschneidende Erlebnisse für mich gewesen. Es ist heute auch schon angesprochen worden, das Thema Bildung. Und wir gehen jetzt ein bisschen weiter nach hinten, späte 80er Jahre, wenn ich auch deinen Jahrgang 1985 verraten darf, so ist das ein Zeitpunkt, Stefan, wo du auch schon eigentlich hinter dir hast, ich will nicht sagen deine Bildungskarriere, aber den Versuch, eine Bildungskarriere einzuschlagen. Und du hast mir eine Geschichte erzählt, die mich unglaublich bewegt, nämlich wie du versucht hast, damals in die Handelsschule zu kommen. Ja. Und ich würde dich ganz einfach bitten, dass du das einfach nur erzählst, weil das ist noch nicht lange her. Also, wir schreiben jetzt das Jahr 1959 und es gibt einen Zeitzeugen, einen Lehrer noch, den Herrn Wöffel, der lebt heute Gott sei Dank, und der meint, ich soll von der 4. Volksschule in die Hauptschule gehen. Aber die Hauptschule war damals keine Pflichtschule so wie jetzt, sondern hatte den Status eines Gymnasiums. Man konnte damals bis 1972, 1973 seine komplette Schulzeit in der Volksschule verbringen. Mein erster Schultag in dieser Hauptschule dauert einmal 10 Minuten, dann kommt der Herr Direktor und er meint, ich soll die Schule verlassen. Wir hatten bis jetzt kein Zigeunerkind an dieser Schule. Wir brauchen auch nachher keines. Am nächsten Tag bin ich dann mit einem Herrn Wöffel
in die fünfte Klasse, habe ich ihn getroffen in der fünften Klasse Volksschule und er ist mit mir dann sofort in die Hauptschule gegangen, hat dort vor mir mit dem Direktor gestritten und als Kompromiss durfte ich dann eine Aufnahmeprüfung unter 800 Hauptschülern machen in Oberwart. Die habe ich Gott sei Dank bestanden und ich habe dann 4 schöne Jahre an dieser Schule verbracht. Aber dann bin ich vor der Frage gestanden, was mache ich? Ich wäre so gerne in eine HTL gegangen, aber im Burgenland gab es damals noch keine HTL. Die kamen alle viel später. Man schreibt jetzt das Jahr 1963. Also beschließe ich in Oberwart in eine Handelsschule zu gehen, die soeben erst eröffnet wird und Platz bietet für 200 Kinder. Aber es gibt 1000 Bewerbungen für das erste Jahr. Und jedes Kind muss eine Aufnahmeprüfung machen. Auch ich habe eine gemacht. Aber ich wurde nicht genommen, obwohl ich Drittbester gewesen bin. Der offizielle Grund, wegen Platzmangel. Aber in Wirklichkeit war ich ein Zigeunerkind. Das hatten wir nicht an dieser Schule. Das brauchen wir auch nicht. Und das war typisch damals für Oberwart. Ich hast aber dann nicht aufgegeben, gell? Nein, ich habe nicht aufgegeben. Ich bin dann nach Wien gegangen. Nein, ja. Du wolltest ja eine Lehre. Eine Lehre wollte ich natürlich machen, weil mein Vater gemeint hat, so geht das nicht, nur zu Hause bleiben, ich soll Mechaniker werden. Also bin ich mit ihm in eine Werkstätte gegangen, die es heute noch in Oberwart gibt, unter einem anderen Besitzer, mit meinen 4 Vorzugszeugnissen der letzten 4 Jahre. Und der hat gemeint, du kannst sofort anfangen zu arbeiten, denn damals gab es ja Lehrplätze in Hülle und Fülle. Denn die Wirtschaft hat begonnen zu boomen, die Schüler, also die Leute wollten alle in die Schulen gehen. Ich kann am Montag anfangen zu arbeiten. Am Montag war ich dort, überpünktlich so wie immer. Und da hat er mich sofort zur Seite genommen und hat gemeint, ich habe es mir überlegt. Schau, du bist ein Zigeuner. Du weißt, Zigeuner haben keinen guten Ruf. Zigeuner stehlen gerne. Zigeuner sind gerne faul. Und kein Kunde würde es akzeptieren, wenn du nur sein Auto für eine Reparatur berühren würdest oder geschweige denn den Innenraum dieses Autos verbringen würdest. Und wenn etwas fehlen würde, dann würde jeder meinen, du hast es gestohlen. Also beenden wir das Verhältnis, bevor es überhaupt beginnt. Und zum ersten Mal in meinem Leben, ich war 14,5 Jahre, habe ich geweint in Oberwart aus Wut und Zorn, nämlich ein Zigeunerkind zu sein, das niemand liebt und niemand braucht, ganz egal, was es tun möchte, ob es arbeiten gehen möchte, ob es in die Schule gehen möchte. Ich habe in Oberwart keine Chance. Und dann bin ich nach Wien gefahren und habe bei der erstbesten Baufirma als Bauhilfsarbeiter begonnen. Mit knapp 15 Jahren. Und hast gezeigt, dass du stark bist und dass du dich durchgebissen hast. Also diese Arbeit wäre ja normalerweise damals für einen 15-Jährigen gar nicht zu bewältigen gewesen. Ich musste die ersten paar Monate jeden Tag zuerst einmal 200 Säcke Zement vom Lastwagen händisch abladen. Diese guten Maschinen gab es ja nicht. Ein Sack Zement wog 50 Kilo, ich hatte selbst 48 damals und dann musste ich noch, also nicht so wie jetzt, und dann musste ich noch 10 Stunden auf der Baustelle schwer arbeiten. Und normalerweise steht man das geistig und körperlich ja gar nicht dort durch, aber ich wollte ganz einfach beweisen, auch ein Zigeunerkind ist ein wertvolles Kind, wenn man es ihm gestattet, etwas Sinnvolles zu tun. Und in diesen Jahren und ein bisschen später dann, also 1985, bist du, Manuela, auf die Welt gekommen. Eben genau eine Generation, die zwischen euch liegt. Wie war deine Bildungskarriere, wenn du jetzt zurückblickst? Also ich habe die Volksschule und die Hauptschule in Oberwart besucht. Nach der Hauptschule war ich mal ein Jahr lang in der Hotelfachschule und habe dann in die Handelsschule gewechselt. Ja, während meiner Schulzeit habe ich eigentlich nie aufgrund meiner ethnischen Zugehörigkeit Probleme gehabt, weder in meiner Schulzeit noch in meinem weiteren Berufsleben. Bei mir hat auch immer jeder gewusst, dass ich eine Romne bin. Das
weiß man in Oberwart einfach, wer ist ein Rom, wer ist kein Rom, weil es gibt ja diese Roma-Siedlung und wenn man dann am Anger wohnt, dann weiß man das einfach. Und ja, das war bei mir eigentlich nie ein Tabuthema und ich habe dann auch die Handelsschule abgeschlossen. Und habe dann auch berufsbegleitend, weil ich eben schon gearbeitet habe, habe ich mir gedacht, so, ich hole jetzt die Matura nach und habe dann in Abendkursen die Matura nachgeholt und habe vor 4 Jahren Studium begonnen, das ich mittlerweile aber abgebrochen habe, weil sich das mit meiner Arbeit nicht leicht vereinbaren lässt. In Oberwart wohnen und arbeiten und in Wien studieren, das ist halt ein bisschen schwer zu handeln. Was wir aber sehr schön auch sehen, ist, dass sich vielleicht auch genau dein Kämpfen auch auf die nächste Generation da auch ein bisschen auch ausgewirkt hat und gezeigt hat und man bewusst zeigt, dass es geht und dass es da auch gar keinen Unterschied gibt. Eine Anmerkung, ja, vielleicht. Natürlich, bitte. Aber nur weil es mir so gut gegangen ist, ja, weil ich keine Diskriminierung erfahren habe, heißt das nicht, dass andere Roma und Romnia Diskriminierung erfahren haben, obwohl sie so jung sind wie ich. Ja. Rassismus gegenüber unserer Volksgruppe gibt es in allen Bereichen, sei es im schulischen Bereich, sei es im Arbeitsbereich. Ja. Diese Diskriminierung gibt es nach wie vor. Ich habe heute das Glück gehabt, dass mir sowas persönlich nie passiert ist. Erst das erste Mal vor 2 Jahren und das war aber in meinem beruflichen Zusammenhang. Ich bin ja die Leiterin der Roma-Pastoral und voriges Jahr habe ich eine Gruppe aus Oberösterreich gehabt, die eben zur Gedenkstätte, die Gedenkstätte in Oberwart besuchen wollten. Und da bin ich als erste Mal persönlich mit diesem Rassismus, mit diesen ganzen Stereotypen, Vorstellungen, die die Personen so mit sich tragen, konfrontiert worden. Ja? Und das war dann halt auch für mich, obwohl ich mich schon mein Leben lang quasi darauf vorbereite, wenn ich mal diskriminiert werde, was tue ich dann, ja, war ich dann irgendwie wie vom Kopf gestoßen, ja. Also Rassismus gibt es nach wie vor. Ja. Du hast mir vorher erzählt, wir haben auch schon gehört, die Gründung des Vereins, da gibt es eine Geschichte dazu, wo du meinst, dass das vielleicht auch ein bisschen der Auslöser war, warum er gesagt hat, so und jetzt gründen wir den Verein, vielleicht kannst du das auch ganz kurz erzählen. Ja, gerne. In den 1980er Jahren hat es in Oberwart in einer Diskothek ein Lokalverbot gegeben für Roma. Und es hat dann da damals junge Roma und auch Nicht-Roma gegeben, die sie eben zusammengetan haben und gesagt haben, so, das lassen wir uns jetzt nicht mehr gefallen. Ja? Die haben dann einen Brief geschrieben an den damaligen Bundespräsidenten und haben gesagt, sie sind österreichische Staatsbürger und sie wollen diese Rechte haben, die auch jeder andere Staatsbürger hat. Ja. Und federführend bei dem Ganzen war damals eine junge Frau, die Susanne Baranei, die war auch sehr lange in der Volksgruppenarbeit tätig und die war da maßgeblich daran beteiligt, dass dann eben auch dieser erste Verein 1989 gegründet wurde. Ja. Und ja, sie hat das damals, das muss ich jetzt so als Frau auch sagen, sie war damals schon Mutter, eine junge Mutter und hat damals Beruf und das Muttersein sehr gut unter einen Hut bekommen. Das Jahr 1995 ist auch schon angesprochen worden, das Attentat in Oberwart, das vor allem auch eure beiden Familien ganz, ganz stark getroffen hat. Stefan, vielleicht hier eine Frage zu dir auch. Die Stunden davor, die du mir erzählt hast, wie war das zu Hause? Im Ende August, Anfang September 1994 ist ja in Klagenfurt damals diese Rohrbombe explodiert und hat dem Polizisten Theodor Kelz beide Hände abgerissen. Und diese Bombe war ursprünglich an der Schule abgelegt, an der Rennerschule. Sie hatte das Ziel, Kinder zu töten, denn am Montag darauf hätte die Schule begonnen. Und wenige Wochen später dann, so im September, Oktober 1994, taucht plötzlich der Verdacht der 4 späteren Opfer auf, dass diese Roma-Siedlung in Oberwart vielleicht beobachtet wird. Wir, die Erwachsenen, sind völlig arglos.
Wir bemerken nichts oder wollen auch nichts bemerken. Aber diese vier jungen Burschen geben eigentlich keine Ruhe. Und einer davon ist dein Sohn gewesen. Und einer davon war mein Sohn damals, ja. Und irgendwann reicht es uns einmal, ich glaube, das war Ende Dezember 1994, wir verständigen die Polizei. Die Polizei kommt natürlich am Tag mit dem Auto, macht einige Runden um die Siedlung, kommt dann zu uns und beruhigt uns. Denn es gab auch damals nichts zu sehen oder zu hören. Damals war noch nichts, nicht? Und es gab auch keine Drohungen gegen Roma oder gegen diese Siedlung oder dergleichen, absolut nichts. Die Polizei beruhigt uns und wir, die Erwachsenen, sind zufrieden. Aber jetzt beginnt für diese vier Burschen ein Spießrutenlauf. Wir Erwachsenen verhöhnen sie. Wir meinen, sie sind Flipper, ängstliche Burschen und dergleichen. Und daraufhin ziehen sich diese vier zurück von uns Erwachsenen, reden mit uns nicht mehr darüber, was sie vielleicht dann noch sehen werden. Und dann ist der 4. Februar 1995, der Tag verläuft vollkommen ruhig, 22.30 Uhr, plötzlich ein bisschen Aufregung im Hof dieser Roma-Siedlung. Mein Sohn kommt in die Küche, ich liege dort auf der Couch, schaue Fernsehen. Ich schaue nicht einmal an, er macht sich zwei Wurstsemmeln. Und dann sagt er plötzlich, Papa, da war etwas. Da deutet er mit dem Zeigefinger so durch die Mauern Richtung späteren Tatort, der 200 Meter ungefähr weg ist. Und ich sage darauf, bitte jetzt hör auf. Das geht jetzt schon Monate, Papa, da ist was, da wird was. Vor was habt ihr Angst? Ihr seid vier junge Burschen, die unnötig Angst haben. Warum nehmt euch ihr so wichtig? Und das waren Originalworte damals von mir noch. Ihr seid ja da 40 einer Buben, das sie so wichtig nehmen und glauben, der Nabel der Welt zu sein. Er ist ganz ruhig geblieben, hat seine zwei Wurstsemmeln genommen, ist zur Tür gegangen, dann hat er sich zum letzten Mal umgedreht. Seine letzten Worte, es muss erst etwas passieren, bis du aufwachst. Wenig später ist er dann diese Bombe dann hochgegangen. Und das war auch für mich der Anlass, dort am Tatort dann mein Leben zu ändern, um 180 Grad zu ändern. Ich habe sofort meinen Beruf hier in Wien aufgegeben. Ich hatte schon eine gute Position in dieser Firma erreicht. Ich hatte eigentlich meine Lebensplanung bis zur Pension darauf ausgerichtet. Aber dort habe ich beschlossen, mein Leben zu ändern. Endlich diese Tafel, die ich bei den Opfern gesehen habe, Roma zurück nach Indien, hat mich dann animiert, auch zu schreiben. Ich habe in Oberwart im Krankenhaus zu arbeiten begonnen, bis vor 7 Jahren, jetzt bin ich in Pension. Und nebenbei habe ich dann begonnen, diese Geschichte, dieses Leid dieser Volksgruppe endlich auch niederzuschreiben. Aber ich wollte das in eigenen Texten machen, Texte, die in Prosa entstehen, über solche Dinge, über Konzentrationslager und dergleichen, nicht? Und alles, was da passiert. Und dann wollte ich auch endlich einmal diesen Mythos Oberwart, was immer um diese Siedlungen gegeben hat, wollte ich auch. Und das habe ich dann tatsächlich in den Büchern, dann in den vier Büchern aufgearbeitet. Aber mein Leben verbringe ich seit 14, 15 Jahren vorwiegend in Schulen. Ich bin vom Unterrichtsministerium ins Zeitzeugenprogramm aufgenommen worden. Für mich wurde damals sogar eine Ausnahme gemacht. Ich wäre zu jung gewesen und bin heute tatsächlich dankbar. Es ist mein Lebensinhalt. Ich komme regelmäßig in allen Schulen in ganz Österreich und erzähle ihnen nicht nur Geschichte, sondern es ist auch mehr. Weil ich weiß, dass die Jugend die Zukunft von Österreich ist und sie eines Tages politisch auch hier tätig sein werden und eingreifen werden. Und da ist es wichtig, dass die Roma selbst hier das Handeln in die Hand nehmen und diese Vorurteile versuchen abzubauen, direkt mit den jungen Menschen abzubauen. Und das danke. Und die Rückmeldungen sind gigantisch.
das kann ich wirklich allen Ernstes behaupten und voller Stolz behaupten, dass die letzten 15 Jahren diese Rückmeldungen enorm sind. Der Erfolg, glaube ich, lässt sich an dem auch ablesen. Stefan, ich glaube, man kann sagen, es gibt zwei Möglichkeiten, dass man entweder sich bei all dem, was deiner Familie und Manuela, deiner Familie passiert ist, sagen kann, man ist verbittert, man zieht sich zurück und man entwickelt selbst einen Hass oder einen Gräben gegen alle anderen. Aber das, was du gemacht hast, ist, dass du aufgestanden bist und dass du darüber redest und dass du dein Leben geändert hast, so wie du gerade gesagt hast, und dass du eine Motivation darin siehst, jungen Menschen vor allem etwas nahezubringen. Ja. Und da sind wir wieder, gerade weil es dir auch teilweise nicht möglich war, da sind wir wieder bei dem Thema Bildung und bei der Weiterbildung. Und da möchte ich, Manuela, noch abschließend auch zu dir kommen und den Bogen auch ins Heute spannen, warum wir uns heute engagieren, warum du dich engagierst, politisch, vor allem in der Jugendarbeit. Was motiviert dich? Was steckt da dahinter? Ja, also wie gesagt, mein Opa hat immer sehr offen über seine Erlebnisse im Holocaust gesprochen. Ja. Und irgendwie denke ich mir, er lebt jetzt nicht mehr, irgendwer muss für das Ganze weitertragen. Und vielleicht sehe ich das jetzt da ein bisschen als Verpflichtung meinerseits, weil mein Großvater eben diese Vergangenheit gehabt hat, dass ich das jetzt weitertrage. Ja. Und auch ähnlich wie der Stefan bin ich auch oft in Schulen und halte dort Vorträge rund um die Roma-Thematik. Ja. Wir machen aber auch viel zur Gedenkarbeit. Zum Beispiel haben wir jetzt im Herbst 2017 haben wir eine Gedenkfahrt zur KZ-Gedenkstätte Mauthausen organisiert. Diese Gedenkfahrt wurde dankenswerterweise vom österreichischen Nationalfonds und vom Land Burgenland mitfinanziert. Ja. Wir machen aber auch so kleine Initiativen. Ja. Wir besuchen zum Beispiel Ortschaften im Burgenland mit unserer Gruppe. Diese Ortschaften, die haben Gedenktafeln oder Gedenksteine, die an das Roma-Schicksal erinnern. Ja? Und da hat uns zum Beispiel voriges Jahr spontan auch die Generalsekretärin des Nationalfonds bei einer unserer Wanderungen begleitet. Ja? Wir besuchen auch immer wieder den Gedenkstein im Stadtpark Oberwart. Dieser Gedenkstein im Stadtpark Oberwart ist einer der ältesten Gedenksteine, die es im Burgenland gibt. Im Burgenland hat es ja in 124 Ortschaften Roma-Siedlungen gegeben und mittlerweile gibt es in 16 Gemeinden Gedenktafeln oder Erinnerungstafeln, die eben an dieses Schicksal erinnern. Das ist ein sehr wichtiges Zeichen und auch sehr notwendig und es ist natürlich auch wünschenswert von unserer Seite oder wir sehen das auch als notwendig, dass es auch ein zentrales Denkmal für die Roma-Opfer gibt. Wir planen zum Beispiel auch für nächstes Jahr, für 2019, da habe ich mich auch schon angemeldet, dass wir an der Befreiungsfeier in Mauthausen teilnehmen mit einer eigenen Delegation und ich werde dort auch den Mauthausen-Schwur auf Romanes verlesen. Was machen wir sonst noch? Also eigentlich unterschiedliche Sachen zum Attentat vielleicht noch kurz. Es hat die Ausstellung Romane Tana gegeben. Das war im Jahr 2015. Das war eine der erfolgreichsten Ausstellungen im Wien-Museum. Und für diese Ausstellung habe ich auch einen Beitrag geschrieben über das Attentat. Da habe ich unter anderem meine eigenen Erinnerungen zusammengefasst, aber mir war es auch ganz wichtig, dass ich kurze Lebensläufe der vier Opfer schreibe. Ich sehe hier einige Schülerinnen und Schüler sitzen, vielleicht sind auch Pädagoginnen und Pädagogen unter ihnen. Es gibt auch eine ganz tolle Homepage von dieser Ausstellung, nämlich mit Lehrmaterial. Ja? Die Homepage heißt romane-tana.at. Da können die Pädagoginnen wirklich wichtiges Material kostenlos downloaden. Diesen Katalog habe ich dann für Sie, sehr geehrter Herr Nationalratspräsidentin, und für dich, liebe Bundesratspräsidentin, als kleines vorweihnachtliches Geschenk auch mitgebracht. Dankeschön, Manuela. Abschließend möchte ich euch beiden etwas noch sagen, weil ich glaube, dass
Da können sich alle auch irgendwie anschließen. Gerhard, du hast gesagt, der Tag ist vor allem auch jenen vier Opfern gewidmet, die 1995 ums Leben gekommen sind. Und es geht doch auch ein bisschen um die Zukunft. Die Frage ist natürlich, wie geht es denn weiter? Das Gedenken, diese Frage habe ich im Laufe des Jahres immer wieder gestellt, was gedenken wir zu tun? Wir wissen, was ihr gedenkt zu tun und ihr macht das. Und es ist auch euer Tag. Es ist auch euer Tag, weil durch euch sehen wir, wie die Arbeit weitergeht und wie junge Menschen erreicht werden. Und ich möchte mich ganz persönlich und ich glaube im Namen von uns allen für euer Engagement ganz, ganz herzlich bedanken. Danke vielmals. Danke sehr. Dieses Lied heißt Schabe, übersetzt Söhne, Söhne der Mutter, die in dieser Welt leben. Ja, der wir messen Schabe. Ja, der Lama mag Schabe. Ja, ich sobir in Tetra in Schäbe. Ja, an die Lumaiba. Bari. Ja, de dema mamo dema. Ja, de dema de churdelo ove. Ja, de te shai mulati nafshe. Ja, de trinchis tai trindera. Racha. Ja, de kodokindim prala. Ja, de hojaba khasa. Ja, de chicha saila mamohe. Ja, de chepo zalisa. Halam dehe. Ja, de zalisa la mamo. Ja, de lalo. Ja, de la lola moja tarhe. Ja, de čudreci foto. Posta. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, ich darf an dieser Stelle noch zwei Persönlichkeiten herzlich begrüßen. Den Bürgermeister von Oberwart, Landtagsabgeordneter Georg Rosner. Und den Herrn Horst Horvath, er ist Gründer des Vereins Roma, Vorsitzender der Volkshochschule der burgenländischen Roma. Ich danke mich an dieser Stelle bei Amensa Ketane. Was wären wir ohne die Musik, die doch so eine besondere Form der Sprache ist? Was wären wir ohne die Möglichkeit, uns mitzuteilen, unser Wissen und unsere Emotionen?
Die Sprache Romanes ist unserem nächsten Redner ein großes Anliegen, der Erhalt der Sprache Romanes. Emmerich Gärtner Horvath setzt sich auch für die Bewahrung der Kultur der Burgenland-Roma ein. Er ist Obmann des Vereins Roma Service und Vorsitzender des Volksgruppenbeirates der Roma. Latschudi Gärtner Horvath, ich freue mich auf Ihren Vortrag. Delto Menza, sehr geehrter Präsident des Bundesrates, sehr geehrter Herr Nationalratspräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte kurz einen Rückblick machen. Am 15. Juli 1989 wurde in Oberwart der Verein Roma als erste Roma-Organisation Österreichs gegründet, um die vielfach unbefriedigende Lebenssituation der Roma zu verbessern. Eine Gruppe engagierter Roma und Nicht-Roma, die sich Ende der 90er-80er Jahre gegen die zunehmenden Diskriminierungen der Roma wandte, war das auslösende Moment für diese Gründung des Vereins. Die Gruppe wandte sich vor allem gegen die Einstellung einiger Gastwirte, die jungen Roma generelles Lokalverbot erteilen. Man erkannte jedoch auch, dass es zu dieser Zeit große Probleme im bildungs- und arbeitsmarktpolitischen Bereich gab. Projekte wie die außerschulische Lernbetreuung, wo nachmittags Kinder betreut werden, und arbeitsmarktpolitische Projekte wurden ins Leben gerufen. Was von der Roma-Kultur noch da war, wurde durch Spurensuche erforscht, gefunden und aufgearbeitet. Mehrere Projekte wie das Sprachprojekt Kodifizierung und Didaktisierung des Roman mit der Karl-Franzens-Universität Graz, das Theaterprojekt Igalica-Sarkia, die Schwarze Kaiserin, Roma-Tanzgruppen, Roma-Bands, welche in der Muttersprache Roman sangen, Antenne 4, das viersprachige Radio, die einsprachige Kinderzeitschrift Mirinevi Mini Multi, zweisprachige und einsprachige Zeitungen, zweisprachige und einsprachige Märchenbücher und Roma-Blogs entstanden. Ein Thema, welches mich sehr beschäftigt hat und noch immer beschäftigt, ist die Geschichte der Roma. Erzählt haben uns die Eltern, Großeltern, die Konzentrationslager überlebt haben, fast gar nichts. Somit war es sehr wichtig, dass auch hier Projekte sowie die namentliche Erfassung der Roma, die Zeitzeugendokumentation Mrihistoria, Lebensgeschichten burgenländischer Roma, Amarihistoria, unsere Geschichte, Ausstellungen wie Roma 2000 und Romane Tana von den einzelnen Roma-Organisationen konzipiert und umgesetzt wurden. Der Nationalfonds hat für die Holocaust-Überlebenden meiner Volksgruppe eine besondere Bedeutung und Stellenwert. Als der Nationalfonds 1995 seine Arbeit aufnahm, hatten die Angehörigen der Roma-Volksgruppe erstmalig einen Zugang zu einer Einrichtung der Republik Österreich, die ihnen ihre Leidensgeschichte Aufmerksamkeit schenkte. Ihnen wurde die Möglichkeit gegeben, über ihr Schicksal stundenlang zu sprechen. Ihnen wurde zugehört. Sie wurden nicht abgewiesen. Die Menschlichkeit stand bei diesen einfühlsamen Gesprächen stets im Vordergrund. Die erfolgreiche Umsetzung all dieser Projekte wäre ohne finanzielle Hilfe der öffentlichen Hand auf Bundes- oder Landesebene sowie des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus nicht möglich gewesen. Ich möchte Frau Generalsekretärin Magister Hanna Lessing und ihrem engagierten Team, für die die Erzählungen der NS-Opfer sicherlich auch bedrückend waren, herzlichst für ihr Engagement und die Zeit, die sie den hilfesuchenden Menschen schenkten, danken. Recht herzlichen Dank. Werte Damen und Herren, ohne die politische Anerkennung
hätte es all diese Projekte in dieser Form nicht gegeben. Mit der Gründung des Vereins Roma 1989 in Oberwart und dem Kulturverein Österreichische Roma 1991 in Wien war ein weiterer Schritt in Richtung Anerkennung getan. Eine Petition zur Anerkennung als Volksgruppe wurde im Nationalrat eingebracht und im Dezember 1993, heute genau vor 25 Jahren, wurden die österreichischen Roma als Volksgruppe der Roma, Roma als Oberbegriff für die verschiedenen in Österreich lebenden autochthonen Untergruppen mit einstimmigem Beschluss im Hauptausschuss des Nationalrates anerkannt. 1995 wurde der Volksgruppenbeirat der Roma eingerichtet, mit den Roma, also uns, ein eigenes politisches Gremium zur Wahrung ihrer Rechte als Minderheit zur Verfügung steht. Der Volksgruppenbeirat der Roma setzt sich wie folgt zusammen: 4 Roma-Volksgruppenvertreter, 2 Personen von der Kirche römisch-katholisch und jeweils eine Person der ÖVP und SPÖ. Zweimal im Jahr sitzt der Roma-Beirat zusammen, berät und spricht Empfehlungen aus. Darüber hinaus kann der Beirat, wenn er vom Bund, Land oder Gemeinden benötigt wird, zur Beratung einberufen werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Anerkennung als Volksgruppe war ein wichtiges politisches Signal. Leider gibt es noch immer in unserer Gesellschaft Menschen, die große Vorurteile gegenüber meiner Volksgruppe haben. Trotz allem ist die österreichische Roma-Politik in Europa beispielhaft, wie die politisch Verantwortlichen gemeinsam mit den Roma-Organisationen und den Roma-Aktivisten zusammenarbeiten und ihre Arbeit auch schätzen. Zum Schluss möchte ich mich bei all denen Menschen bedanken, die uns in dieser wichtigen Sache begleitet und unterstützt haben. Ganz besonders unseren verstorbenen Cherorom, Professor Rudolf Scharköse. Vielen Dank, Herr Gärtner Horvath. Und ich darf nun Herrn Klippel an das Podium bitten. Er ist als Obmann die Leitung des Kulturvereins Österreichischer Roma übernommen. Nach dem Tod Rudolf Scharköses hat er diese Funktion seit 2016. Herr Klippel, bitte schön. Ich danke Emmerich für seine Rede. Ja, wie sieht es in Europa, in Südosteuropa, das Leben der Roma aus? In Europa leben schätzungsweise 12 Millionen Roma, die Mehrheit jedoch in Südosteuropa unter elenden Bedingungen, ohne Infrastrukturen, in Slums-Siedlungen aus Papphütten und desolaten Wohnwegen. Wer dort lebt, stirbt 10 Jahre früher als der Durchschnittseuropäer und hat fast nie Arbeit. Dazu kommt Hass, Ausgrenzung und Diskriminierung. Zwischen 80% und 90% der osteuropäischen Roma sind ohne Job. Bei dieser Not suchen sie Hilfe in den wirtschaftlich besser gestellten EU-Staaten und stoßen da an ihre Grenzen und sind mitunter enttäuscht, dass keine Lebensverbesserung eintritt. Die Regierungsverantwortlichen dieser Länder sind für das Wohl dieser Menschen verantwortlich, denn sie sind ihre Staatsbürger. Es gibt einen EU-Rahmen für nationale Strategien zur Integration der Roma bis 2020. Das heißt, Zugang zu Bildung, Zugang zu Beschäftigung, Zugang zu Gesundheitsfürsorge und Zugang zu Wohnraum. 2016 ein Bericht der FRA-Agentur der EU für Grundrechte. Die Ergebnisse lassen erkennen, dass Mitgliedstaaten aller Bemühungen zum Trotz ihre Integrationsziele ein Schlüsselelement des EU-Rahmens für Roma sind,
weitgehend verfehlen. Warum weitgehend verfehlen? Ich glaube, regionale Verwaltungen und Politiker vermeiden es, Roma zu helfen, um sich nicht den Unmut der auch arbeitslosen, armen Mehrheitsbevölkerung zuzuziehen. Schließlich wollen sie ja wieder gewählt werden. Gott sei Dank gibt es Menschen und Initiativen aus Österreich, die helfen, wie zum Beispiel Pater Georg Borschil, Jesuit, Sozialseelsorger, und Ruth Zenkert, seit 2012 in 5 bürgischen Dörfern in der Nähe von Hermannstadt ihr Projekt Elia betreiben. Sie helfen Roma-Familien aus ihrer unfassbaren Armut, Musikschule, Sozialzentrum, Werkstätten und kleine Häuser wurden gebaut. Dann haben wir noch die Direkthilfe Roma, seit 2007 in der Südostslowakei, unterstützt Roma unter dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe. Es wird Gemüse angebaut, eingelegte Gurken und Kraut. Der Slogan beim Kraut gibt der Armut Saures. Und der Slogan bei den Gurken gibt der Armut das Gurkel. Die schmecken fantastisch gut, sind auch zur Weihnachtszeit gern gesehene Geschenke. Man kann das nachher dann auch bekannt geben. Ich kann heute nicht alle Initiativen vorstellen, ja. Und ich möchte jetzt wieder nach Österreich kurz schweifen. Wie sieht das Vereinsleben der Roma und Sinti in Österreich heute aus? Vorwiegend im Burgenland und Wien, aber auch in Teilen Österreichs, gibt es Vereine und Interessensgemeinschaften für die autochthonen und allochthonen Gruppen, die die Anliegen der Roma-Volksgruppe vertreten. Einige sind bereits seit über 25 Jahren tätig. Emmerich Gärtner Horvath hat bereits einige Aktivitäten erwähnt. Um auch öffentlich präsent zu sein, haben viele Organisationen eine Vereins-Homepage, sind auf Facebook und haben Vereinszeitungen, die periodisch und zweisprachig Deutsch und Romanes erscheinen. Auch im Radio und Fernsehen sind wir bemüht, aktiv zu sein. Der ORF, genauer gesagt, der ORF Burgenland, bietet unter Mitarbeit der Volksgruppen eigene Fernseh- und Radiosendungen. Natürlich ist ein großes Anliegen uns auch die Gedenk- und Erinnerungsarbeit im Andenken an die NS-Opfer unserer Volksgruppenangehörigen. Es gibt kaum noch KZ-Überlebende, die Zeugnis ablegen können, was ihnen und ihren Familien angetan wurde. Es besteht daher die Gefahr des Vergessens. Für viele unserer Menschen spielt der Glaube eine wichtige Rolle. Durch einen eigenen Roma-Seelsorger und der Roma-Pastoral der Erzdiözese Eisenstadt werden wir auch seelsorgerisch betreut. Seit 22 Jahren wird von der Roma-Pastoral die Roma-Wallfahrt zur Basilika nach Mariazell organisiert oder die alljährliche Gedenkfeier für die Bombenopfer von Oberwart durchgeführt. Was wollen wir in Zukunft in Österreich erreichen? Ja, dass Rassismus und Diskriminierung vielleicht stärker bestraft wird, mehr sensibilisiert wird. Dann, dass die Geschichte der Roma und auch der anderen Volksgruppen als fixer Lehrstoff unterrichtet wird. In Ortschaften, wo Roma vor dem Krieg lebten, Erinnerungstafeln installiert werden. Und auch ein Wunsch vielleicht, ein zentrales Mahnmal in der Bundeshauptstadt Wien für die Roma und Sinti, Opfer der NS-Gewaltherrschaft.
Was wollen wir eigentlich als Volksgruppe natürlich in Europa erreichen? Ja, dass Roma in Frieden und Harmonie in ihren Heimatländern mit der Mehrheitsbevölkerung zusammenleben, miteinander, nicht nebeneinander. Und sie ihre Heimat für Arbeit nicht verlassen müssen. Diese Ziele können nur mit einem Kommissar für Minderheiten mit Schwerpunkt Roma-Angelegenheiten. Und der Vorschlag ist schon sehr lange, der wurde schon von Professor Scharkösi 2004 schon probiert, dass man das durchsetzen kann, also demokratisch und gerecht, dass das vielleicht umgesetzt werden könnte. Ja, in Europa, mein Gott, na, viele Menschen begehen Wege, vermehrt den Jakobsweg, um wieder Balance und wichtige Werte zu finden. Mein Vorschlag wäre, Angehörigen der Roma-Volksgruppe aus den EU-Mitgliedstaaten und Nicht-EU-Staaten sollten auch einen Weg gehen, vielleicht einen Friedensmarsch nach Brüssel. Nicht um die Öffentlichkeit zu verängstigen, sondern um aufzuzeigen, in welchen widrigen Umständen wir in einem modernen und digitalisierten Europa des 21. Jahrhunderts wir nach wie vor leben. Wenn wir von Österreich aus diese Idee, ja, eines Friedensmarsches fördern könnten, dann wäre das sicherlich vielleicht eine tolle Idee. Und bevor ich meine Rede beende, möchte ich und ich auch im Namen von Emmerich Gärtner Horvath, Herrn Nationalratspräsidenten Magister Sobotka und Bundesratspräsidentin Bosch-Kruska danken, dass wir dieses Matinee heute eben ermöglicht wurde und damit auch bekunden, Sie die Wertschätzung und das Vertrauen zur Roma-Volksgruppe. Und bevor ich jetzt von hier weggehe, möchte ich den Herrn Sobotka und die Frau Bosch-Kruska bitte kurz zu mir bitten, weil wir haben Präsente für Sie zu überreichen. Das sind Präsente, die letzten 25 Jahre bzw. seit 1989, die erforscht und ausgearbeitet wurden. Es ist auch sehr viel sprachlich Romanes drinnen. Ich hoffe, Sie haben sehr viel Freude damit und vielleicht begrüßen Sie uns das nächste Mal schon in Romanes. Danke. Ja, und ich möchte meine Worte nicht mit einem Zitat beenden, sondern ich sage einmal für alle, die hier heute da sind, frohe Weihnachten. Danke. Dieses Lied heißt Ibome. Ein Mädchen, das sich von ihren Freund ein bisschen entfernt hat und er ist auf der Suche nach ihr jetzt, um sie zu suchen. Cote hula velpe,
Dankeschön. Vielen Dank. Ja, eine würdevolle Stunde des Feierns, der Vielfalt, der Verantwortung. Die Vielfalt zeichnet sich auch heute dadurch aus, dass so viele Vertreterinnen und Vertreter anderer Volksgruppen heute hier sind, um mitzufeiern. Herzlichen Dank auch dafür. An einem Tag wie heute, an dem wir viel über die Lehren der Vergangenheit gehört haben, an dem es Einblicke in die Gegenwart ebenso gab und an dem wir auch an Gedankenimpulsen für die Zukunft teilnehmen durften, an so einem Tag ist es ja besonders wichtig, auch einen Ausblick zu hören. Ich darf nun Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka um seine Worte bitten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Vertreter der Roma und Sinti, sehr geehrte Frau Präsidentin des Bundesrates, zuallererst steht ein Wort des Dankes. Ein Wort des Dankes für all jene Arbeit, die nötig war, um die heutige Veranstaltung auszurichten. Wir stehen am Ende eines Gedenk- und eines Bedenkjahres. Es war mir ein ganz besonderes Anliegen, es wird auch weitergehen, diese Gedenkveranstaltung oder Festveranstaltung auch deshalb auszurichten, weil es, glaube ich, ganz notwendig ist, das Augenmerk auch dorthin zu richten, wo man vermeint, es sei alles ohne dies in bester Ordnung. Es ist aber auch mir ein Anliegen gewesen, mit dieser Veranstaltung, und es ist schon heute zum Ausdruck gekommen, ein ehrendes Andenken zu setzen. Für jene, die gelitten haben, die ermordet wurden, für jene, die die Konsequenzen daraus gezogen haben, für jene, die sich engagiert haben, die überzeugt haben, und für jene ein Dankeschön, die heute nicht müde werden, diese Arbeit fortzusetzen. Es ist aber auch ein Auftrag, und wir haben es schon in den einzelnen Ausführungen gehört, was wir in Zukunft auch zu tun haben. Und ich darf das am Ende nicht durch eine Rede, sondern durch einzelne Skizzen umreißen. Wir merken in der Geschichte und zwar in der Zeitgeschichte immer dann, wenn sich jemand nicht im Blickfeld sieht, dann muss er Maßnahmen setzen, um sich öffentlich dementsprechend ein Bewusstsein zu verschaffen, wenn er auf seine Probleme, auf seine Besonderheiten oder seine besondere Situation aufmerksam machen möchte. Das geschieht im Internationalen, das geschieht im Nationalen und das geschieht auch im ganz kleinen Raum. Und Sie kennen alle diese großen Konfliktherde, Sie kennen alle die Schlagzeilen in unseren Medien, wie schnell man daraus auch wieder weg ist und wie wenig davon
an Nachhaltigkeit dann oftmals überbleibt. Ich möchte aber gerade in besonderer Art und Weise das hervorstreichen, was ich für entscheidend halte, dass unsere Volksgruppen nicht nur ihre Identität erhalten, die erhalten sie dadurch, dass sie ihre Sprache in dem Entsprechen nicht nur pflegen können, sondern ausweiten können und dass sie ihre Kultur leben. Ihre Kultur zu leben, wie wir heute es von Amenza Kentane beispielhaft gehört haben, und dafür ein herzliches Dankeschön, das ist eigentlich das Vorbild, dass wir nicht genug davon haben können, um auch zu sehen, wie reichhaltig die österreichische Kultur durch unsere Volksgruppen ist. Herzlichen Dank. Wir sind stolz auf alle unsere Volksmusikgruppen. Und wenn Sie sich genau fragen, ist in dieser Frage der Internationalität, der Globalisierung gerade dieses Beziehen auf die eigene Identität, und die lebt durch die Sprache, durch die Musik, durch die Kultur, durch die Literatur, durch die Kunst in ganz besonderem Maße, ist das ein Auftrag an den Kulturverein, das in ganz besonderer Art und Weise zu pflegen. Und unsere Aufgabe ist, das zu unterstützen und nicht nur die Gruppe einzuladen, wenn wir 25 oder ein 30 oder ein 50-jähriges Jubiläum feiern, sondern auch sonst, dass sie uns hier im Parlament oder auch sonst wo begleiten. Dafür ein herzliches Dankeschön. Das Zweite ist, dass für uns ganz entscheidend ist, dass wir hier nicht müde werden dürfen in der Frage der Volksgruppenpolitik insgesamt. Und Sie haben das sehr schön zum Ausdruck gebracht. Es geht auch um die Solidarität unter allen Volksgruppen und es gehört unter die Solidarität unter allen Österreicherinnen und Österreichern. Auch als Auftrag, und ich finde das sehr schön, was Sie als Forderung aufgestellt haben, sich im Unterricht damit auseinanderzusetzen, was Sie für eine Bereicherung mit sich bringen. Denn eines ist uns allen bewusst, ein Urteil kann man immer wieder bekämpfen, ein Vorurteil kann man nur nachhaltig, langsam, durch erziehliche Arbeit, durch Beispiele, aber vor allem durch ein emotionales Herangehen und Kennenlernen bekämpfen. Und das ist vielleicht durch die Literatur, durch die Musik, aber auch durch die Religion am besten möglich. Und so wünsche ich mir, dass die österreichischen Schulen, und ich werde auch meinen Beitrag dazu leisten, sich gerade mit dieser Frage und nicht nur an den betroffenen Orten, wir setzen ja oder sehen das ganz besonders, dass in jenen Regionen, wo keine anderen Volksgruppen leben, wo keine Fremden zugegen sind, gerade das Vorurteil gegen Fremdes am größten ist. Die Unkenntnis ist immer der Boden dafür, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, die durch nichts begründet sind und die nur Angst und Sorge schüren. Daher ist es für uns eine ganz große Aufgabe, das auch in der Schule zu begegnen. Ich darf mich bei Ihnen, Herr Stefan Horvath, herzlich bedanken, dass Sie das auch tun, mit dem Auftrag für die Zukunft. Das wird verstärkt auch zu tun und fortzusetzen sein. Er wollte es noch einmal verstärken. Er kommt in alle Schulen. Also es liegt an uns, ihn einzuladen, sogar bis über den Adelberg. Vielleicht nicht im Winter, aber dann vielleicht wieder. Na bitte. Das ist das eine, aber wir sollten auch Beispiel geben. Und darum freue ich mich, dass so viele Repräsentanten unserer Nachbarstaaten mit ihren Botschaftsangehörigen heute gekommen sind. Botschafter, Exzellenzen, herzlichen Dank für Ihr Kommen, auch die Botschafter Außerdienst, lieber Martin Eichtinger, herzlich willkommen nochmal. Heute Landesrat, nicht mehr Botschafter, aber sonst war es für uns in London. Ich denke, wir haben eine europäische Aufgabe. Wir haben eine europäische Aufgabe, wenn wir über Integration, gelingendes gemeinsames Leben sprechen, dann müssen wir unsere Hausaufgaben als erstes wahrnehmen. Es sind 12 Millionen Roma und Sinti, die in Europa leben. Und nicht nur, und das ist nicht nur ein Problem Osteuropas, meine Damen und Herren, das ist auch ein Problem Italiens, das ist auch ein Problem Frankreichs und in anderen Ländern. Das ist vielleicht auch anderswo ein gutes Beispiel gegeben, und wir haben es gehört, durch Unterstützungen aus unterschiedlichsten Regionen und Ländern wird das notwendig sein.
Daher ein europäisches Bewusstsein nach dieser Europawahl auch zu schaffen und damit auch die Kommission dementsprechend hier Ansätze für die Länder bereitzuhalten, glaube ich, sollte unser gemeinsames Anliegen sein. Und ich zähle auf die Unterstützung der anwesenden Botschafterinnen und Botschafter, uns dabei zu unterstützen. Denn es ist keine Alternative außer die Integration. Das heißt nicht Assimilation, das heißt nicht Aufgeben der Kultur, der Selbstständigkeit, der Sprache, der Religion. Und ich glaube, in diesem Geist sollten wir, auch wenn es knapp vor Weihnachten ist, auch daran erinnern, dass das unsere ureigenste Aufgabe ist. Und wenn Sie uns alle dabei unterstützen im täglichen Leben, das beginnt in der Familie, das geht über die Schule zur Gemeinde hin, dann gelingt es uns auch, von so einem guten Beispiel, und das war vielleicht die Gunst der Stunde im Jahre 1993, die den österreichischen Nationalrat im Hauptausschuss dazu geführt hat, diese sechste Volksgruppe anzuerkennen und damit auch ein klares Bekenntnis abzulegen. Es war die Gunst der Stunde, schaffen wir viele günstige Stunden. Das liegt an uns allen. Ich glaube, dieses Lied passt wunderschön. Und zwar heißt es Gava Divis, Gado Jays, dieser Tag. Yeah.
Coscia e Chanel Bramante. Che sarebbe tutto capace, cado Gis a Villa. Dankeschön, Dankeschön vielmals. Dankeschön. Ja, mit diesen eindrucksvollen Klängen, mit diesen stimmungsvollen Klängen neigt sich dieser Teil der Matinee jetzt auch dem Ende zu. Ich darf Sie nun alle im Namen der Veranstalter, im Namen des Nationalratspräsidenten und im Namen der Bundesratspräsidentin, Verzeihung, zum Empfang einladen, und zwar in den kleinen Redoutensaal. Meinerseits danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Die Gruppe am Enzaketane wünscht Ihnen einen schönen dritten Advent, frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Jambo, hop, zibidi, top, tabarabarab, top, jambo, jambo, hop, zi, zi, top. Hey, la, 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 la. Ja, bachai, jasta, hai mange, abaci, tropus, dusche, tele, shinda. Citerelo del tavenza steta e battale. Asciunciac mo, tavenza steta e battale, te giudito ben nostro te. Opa! Lascerà citerelo del tavenza steta e battale. Tavenza steta e battale, te giudito ben nostro te. Ai con capaccia. Già lo via provato, a carde mate che là, dai me prenderci già da, ai avele roppi, te che le pe manzare, anda la te memera, ne palavate traio da. Dankeschön. Danke, Meister.